Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einem neuen Food Haul. Jakob ist heute mal wieder mit am Start, der cute Guy hier. Sweetie. Okay, wir kommen gerade frisch vom Einkaufen, haben zwei vollgepackte Taschen und waren diesmal wirklich sehr erfolgreich, muss ich sagen. Überwiegend besteht der Einkauf nur aus Schnäppchen. Sonst finde ich ja schon immer coole Sachen, aber ich muss sagen, diesmal haben wir echt coole Sachen gefunden und waren wirklich unschlagbar, was die günstige Abteilungen angeht im Geschäft. Wir waren bei Edeka einkaufen und waren dann auch noch kurz bei Hit ein paar Kleinigkeiten besorgen. Und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und wir legen los. Wir haben als allererstes einmal Rahmspinat. Ich habe im Edeka keinen bekommen und im Hit war auch der normale Rahmspinat irgendwie ausverkauft. Da haben wir jetzt den von Rewe Bio genommen. War jetzt ein bisschen teurer, aber gut. Ich wollte jetzt nicht in den dritten Laden, um irgendwie Spinat zu kaufen. Und ich denke mal, der wird trotzdem ganz gut schmecken. Dann hat diesmal Jakob sich einmal diesen Milchschneck hier eingepackt. Ich mag den ja auch ganz gerne, aber diesmal hat er den in den Wagen getan. Und er macht schon wieder da unten Krach. Jedes Mal gibt es Krach im Food Hall, wenn der am Start ist hier. Nee, nee, nee. Dann habe ich bei Edeka von Derigold einmal die gesalzene Butter mitgenommen für meine Oma. Die mag nämlich gesalzene Butter ganz gern. Und die war jetzt auf 1,10 Euro runtergesetzt. Deswegen dachte ich mir, nehme ich die mal mit. Dann haben wir ja so einen Kassler, der war auf 1,8 runtergesetzt. Der ist für die Gefriertruhe. Dann haben wir zweimal Lachgummis, die hat Jakob eingepackt, die waren bei Edeka im Angebot. So, dann habe ich 1, 2, 3, 4 mal Salatkräuter mitgenommen, und zwar 2 mal Paprika und 2 mal Dill. Dann war ich auch noch an der Käsetheke und habe 400 Gramm Gouda Jung gekauft, der war nämlich auch im Angebot. Und da habe ich für meine Oma und für mich ein bisschen was mitgenommen. Dann haben wir jetzt unsere Vorräte aus der Truhe, was die Wurst angeht. Ihr wisst, ich friere das auch sehr gerne ein. Mal benutze ich es zum Kochen, mal benutze ich dann zum Auftauen, wenn ich auf Brot irgendwas benötige. Und wir haben bei Hit 2 mal so eine, einmal Paprikalione und einmal Jagdwurst für je 50 Cent geholt. Das war Edeka, aber egal. Was habe ich denn gesagt? Hit. Edeka. Es tut mir leid. Ich bin manchmal ein bisschen verwirrt. Manu. Dann habe ich bei Edeka noch einmal Margarine für den Vorrat mitgenommen. Wir haben zwar noch, aber die war auf 88 Cent im Angebot. Und dann dachte ich mir, die kann ich schon mal mitnehmen. Dann habe ich eigentlich noch irgendwo eins hiervon, aber das kommt bestimmt gleich irgendwo raus. Von Knorr diese Pasta-Snacks für zwischendurch, wenn ich jetzt am PC sitze und mittags so eine kleine Pause mache, ist das immer ganz praktisch. Dann habe ich einmal Käse-Sahne mitgenommen. Dann haben wir einmal 3 Bananchen für Jakob. Dann einmal Weißkohl für diese Woche zum Kochen. Ich lege das mal hier hinten hin. Achso, bevor ich das vergesse. Ich habe einmal Zewa mitgenommen. So 2 dicke Rollen, die waren im Angebot. Und einmal Toilettenpapier. Das Muster fand ich ganz süß. So, dann haben wir... Ja. Oh nein! Corgis mit dem Geweih. Oh, da steht Corgis Winterfun drauf. Wie Cheddar. Süß. Oh nein. Zweimal Pudding. Guck dir mal den Po von dem an. In deinem Popo. Guck mal wieder. Dann haben wir 2 mal Joghurt, 1 mal Schoko, also Pudding, 2 mal... Danke. Oh nein. Ja, okay. 2 mal Pudding, 1 mal Schoko und 1 mal Vanille. Dann habe ich einmal für 85 Cent Essrum-Käse bekommen. Der ist auch für meine Oma, den liebt die nämlich total. Und wenn der runtergesetzt ist, nehme ich ihr den natürlich mit. Einmal Kräuterfrischkäse, diese Woche zum Kochen. Und ich habe einmal diese kleinen Muschelnudeln mitgenommen. Die sind perfekt für die Suppe. Und wir wollen ab diese Woche endlich mal wieder unseren Suppensonntag einführen. Also das ist in Polen zum Beispiel so Tradition, dass man sonntags immer, bevor man halt normal isst, auch noch eine Suppe so als Vorspeise hat. Und wir finden das ganz cool. Und das gibt es bei Jakobs Eltern auch immer. Und wir wollen das auch wieder einführen. Wir hatten das eine Zeit lang jeden Sonntag, aber durch Weihnachten und Neujahr und dann der Geburtstag von meiner Oma war das alles so viel, dass wir gesagt haben, diese Woche fangen wir dann wieder mal damit an. Ich hatte voll Lust auf diese süßen Knusperdinos. Die sind so süß. Und jetzt habe ich mir die mal wieder mitgenommen. Die gibt es diese Woche auch. Voll geil. So, dann habe ich noch ein paar Nudelchen mitgenommen. Und zwar einmal Bandnudeln und einmal Fusilli. Und können wir bitte mal darüber reden, wie teuer Nudeln geworden sind? Das ist ja schon krank, oder? Also, ich als Nudelliebhaber, das ist echt nicht so geil. Was ist passiert? Das ist kaputt. Oh je. Dann hat Jakob sich noch einmal Lachsschinken für 65 Cent mitgebracht
Und ich habe noch einmal für 70 Cent hier dieses Aufschnittbuffet mitgenommen. Das ist eigentlich auch immer ganz cool. Nicht im Angebot, sondern auch runtergesetzt haben wir einmal für 1,40 Leberkäse mitgenommen. Der gehört auch in die Gefriertruhe. Das ist immer ganz gut, das alles auf Vorrat zu haben. Vor allen Dingen, wenn es dann reduziert ist. Dann habe ich einmal gemischtes Hackfleisch geholt für ein Gericht diese Woche. Gemischtes Hack, bestes Hack. Oh, der wieder hier. Und einmal als Aufstrich von Rügenwalder, die grobe Teewurst für 1,65. Und ich habe mich echt erschrocken, dieses kleine Würstchen hier, das ist über 3 Euro. Ja, über 3 Euro kostet, wenn es nicht runtergesetzt ist. Das ist ja wohl... Oh. Ja gut, ne? Aber Jakob mag das sehr gern. Dann habe ich zweimal Milch eingepackt, 1,5% Fett wie immer. Da brauchte ich nämlich auch mal ein bisschen was Neues. Im Angebot war Softlan und da habe ich wieder meinen liebsten Weichspüler in Frühlingsfrisch mitgenommen. Ich finde, der riecht ja so gut, so richtig so apfelmäßig. Ja, und einmal Pommes, da haben wir jetzt mal diesen Wellenschnitt mitgenommen. Sonst nehmen wir da eigentlich immer diese dünnen, aber ein bisschen Abwechslung darf ja auch sein, würde ich mal so sagen. So, dann nehme ich mir mal die zweite Tasche. Oh mein Gott. Ja. Bei Hit war einmal Klosterkäse im Angebot. Da habe ich den einmal mitgenommen. Ich liebe den total. Der ist so lecker. Und dann musste ich den natürlich einpacken. Dann war von Ibis diese 4 Brioche Sandwich Baguettes im Angebot. Nee, nicht im Angebot, runtergesetzt. 50% und Jakob hat die sich ausgesucht, beziehungsweise wollte, dass ich die einpacke. Die sind auch perfekt. Die kann er sich dann schmieren und dann mit zur Arbeit nehmen zum Beispiel. So, dann haben wir... eigentlich zweimal. Ich weiß nicht, wie die zweite Packung ist. Die sind wie ich, XXL und Soft. Hat er jetzt nicht gesagt. Doch, habe ich. Zweimal Pringles, die waren auch im Angebot. Einmal Sour Cream Onion und einmal Hot and Spicy. Und in der billigen Abteilung hat Jakob sich einmal hier dieses Sandwich eingepackt, Pute und Ei. Das war auf 74 Cent reduziert. Das nimmt er sich morgen mit in die Berufsschule. Und einmal runtergesetzt, ebenfalls für 84 Cent, der Kartoffelsalat mit Speck und Zwiebel. So, dann haben wir hier, hatten wir lange nicht mehr, da hat mir nämlich eine Zuschauerin und das Video geschrieben, dass es das lange nicht mehr gegeben hat, und zwar saure Bohnen. Habe ich direkt 2 Stück mitgebracht und das werde ich diese Woche kochen für mich und meine Oma. Jakob macht sich dann Nudeln mit Spinat, deswegen waren wir auch die ganze Zeit auf der Suche nach Spinat. Der kann das nämlich nicht mehr sehen. Also er mag es eigentlich auch sehr gerne. Und irgendwann wird das bestimmt nochmal essen. Aber seitdem ich diese Phase hatte, wo ich es fast jeden Tag gekocht habe, kann er es einfach nicht mehr sehen. Aber das ist dann eigentlich perfekt. Dann kann er an dem Tag immer irgendwas machen, was ich nicht gerne esse. Und zum Beispiel, ich esse nicht gerne Nudeln mit Spinat, denn Spinat gehört für mich zu Kartoffeln und nicht zu Nudeln. Jedenfalls Rahmspinat. Dann einmal Frikadellen. Die waren auch runtergesetzt auf 1,60 Euro. Ich habe für meine Oma noch einmal Rosinenbrötchen mitgenommen. Die waren auf 87 Cent reduziert. Das mag sie nämlich auch ganz gern. Und das nehme ich dann natürlich mit. Genauso wie einmal dieser Eimer hier an Joghurt. Die liebt ja auch so Joghurts, ne? Und das isst die zum Beispiel auch manchmal an einem Abend, wenn die vorm Fernseher sitzen und irgendwas so Interessantes guckt. Und das war jetzt auf 1,14 Euro. Habe ich ihr natürlich auch mitgenommen. Und Jakob hat sich einmal von Trip Shop Zero diesen SodaStream Sirup mitgenommen. Der war auf 2,49 Euro reduziert. Und dann wollte er den mal ausprobieren. Hoffentlich schmeckt er besser als der mit Rinde. Dann habe ich von Ja einmal so ein feines Gemüse mit Reis mitgenommen. Das sah eigentlich ganz gut aus. Das war so tiefgekühlt. Und wie gesagt, das ist genauso wie hier mit diesen Pasta-Snacks. Wenn es schnell gehen muss, wenn ich mittags irgendwie mal eine kleine PC-Pause mache, dann kann ich mir das einfach schnell machen. Und das hat mich jetzt schon so oft angelacht. Das kostet auch nur 99 Cent. Und dann wollte ich das jetzt unbedingt mal austesten. Dann habe ich noch so einen Mini-Google-Hupf mitgenommen. Für nachmittags ist das eigentlich auch immer ganz cool. Und der war ebenfalls auf 49 Cent reduziert. Und heute haben wir echt viel gekauft. Mhm. Aber ich sage ja, ne, die Angebote und die Schnäppchen, oh mein Gott. Auf 59 Cent reduziert waren diese 4 süßen Herzwaffeln. Die habe ich mir auch mitgenommen. So für zwischendurch ist das bestimmt ganz lecker. Dann hat Jakob einmal Pepsi Max mitgenommen und einmal Shrimp Shop Zero. Die waren bei... Piet. Bei Hit im Angebot. So, dann habe ich noch einmal, was ist das hier nochmal? Achso, ich habe mir noch einmal hier so einen Kringel mitgenommen, der ist ganz lecker, und Jakob hat ein Sesambrötchen und ein Käsebrötchen. Und ich habe beim Bäcker auch noch ein Brot mitgenommen, das hieß nochmal Körnerwichtel, und das ist so ein kleines Brot.
Ich kann euch mal eine Scheibe zeigen. Das ist so ein kleines Brot und das sieht total lecker aus. Und das hatten wir schon mal. Das schmeckt super. Da musste ich das natürlich nochmal mitnehmen. Hier ist das zweite Knorr-Pasta-Snack-Gedöns. Einmal Brokkoli-Käse. So, und dann habe ich noch einmal Rama-Creme-Fien 7%. Die war im Angebot. Die brauche ich diese Woche zum Kochen. Beziehungsweise möchte ich diese Woche zum Kochen benutzen. Erdbeeren waren auch im Angebot. Die habe ich mal wieder mitgenommen. Ich bin mir zwar noch nicht sicher, wie die schmecken. Hier steht süß und saftig. Aber hatte ich mal wieder Lust drauf. Und dann haben wir zweimal Trauben mitgenommen. Denn die waren jeweils in dieser Obst- und Gemüsebilliger Abteilung bei Edeka bei uns auf 99 Cent reduziert. Und Jakob, der mag sehr gerne Trauben. Also ich esse auch Trauben. Aber er nimmt sich die dann immer mit und kann sich die perfekt mit in die Schule oder zur Arbeit nehmen. Jetzt habe ich noch so ein paar Sachen, die wir bei Teddy gekauft haben. Die kann ich euch ja auch mal zeigen. Ich habe zweimal solche Spießchen hier gekauft, so Schaschlik-Spieße, ein bisschen größer. Damit wollte ich ein DIY machen. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Dann habe ich noch fürs Badezimmer was Neues mitgenommen. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, Jakob hat leider unseren Zahnbrotbecher kaputt gemacht. Und von dem Seifenspender hatten wir sowieso noch keinen, sondern einfach so einen random gekauften. Ich glaube, der war von Norma oder so. Ja, und dann habe ich jetzt die hier gefunden. Ich fand das so süß mit dem Anker. Ich wollte halt eigentlich alles so in Maritim halten. Und deswegen passt das mit dem Anker, wie gesagt, sehr gut. Ich wollte jetzt nicht schon wieder was Blaues, denn ich glaube, das ist dann irgendwann einfach zu viel. Ja, und dann habe ich einfach den Seifenspender und auch so einen Zahnputzbecher mitgenommen. Ist auch nicht aus Glas oder Porzellan, also kann nicht kaputt gehen, wenn es mal runterfällt. Das ist ganz gut. Dann für 1 Euro reduziert habe ich dieses süße Sternenlicht hier geholt. Ich weiß zwar noch nicht, was ich damit anfange, aber für 1 Euro fand ich das ganz süß. Ja, das ist das zweite, wofür ich eigentlich zu Teddy wollte, und zwar diese Jute-Schnur. Das sind 38 Meter und das brauche ich zusammen mit diesen Schaschlik-Spießen mit dem DIY. Als letztes sind noch 2 Flaschen 4Move mitgekommen in Blau. Bestimmt kennen die ein oder anderen. Powerade noch, liebe ich, beziehungsweise lieben wir. Habe ich in der Kindheit, so 5., 6. Klasse total inhaliert. Fand ich richtig geil. Und jetzt, dachte ich mir, als ich das gesehen habe, könnte man eigentlich mal mitnehmen, weil man trinkt das ja irgendwie jetzt so, wenn man erwachsen wird, irgendwie seltener, habe ich das Gefühl. Also früher hat man es auf jeden Fall mehr getrunken als jetzt. Kommen wir mal zum Essensplan. Diese Woche habe ich mal wieder was ausgedruckt und mal wieder was aufgeschrieben. Wir werden heute Nudeln mit Schlemmertopf und Gurkensalat machen. Wir haben ja gestern sonntags den Geburtstag von meiner Oma gefeiert und haben noch so viel vom Fondue übrig. So Fleisch und Gemüse, und das werde ich nachher alles schön zusammenwerfen und dann so ein richtig schönes Gericht draus zaubern. Dann machen wir am Dienstag Pasta à la Provence. Also ich weiß zwar nicht, ob wir das so in der Reihenfolge machen. Ich habe es einfach mal bei Montag, Dienstag, Mittwoch aufgeschrieben. Ihr kennt uns ja. Wir tauschen auch mal, wenn wir gerade Bock auf was anderes haben. Ich habe nämlich noch Garnelen übrig vom Fondue. Und das wollte ich dann zusammen mit dem Kräuterfrischkäse und ein bisschen Sahne und so, wollte ich alles so zusammen machen. Ich denke, das schmeckt ganz gut. Dann haben wir noch saure Bohnen. Und Jakob macht sich dann Nudeln mit Spinat. Und dann haben wir noch einmal Pommes mit den Dinos. Also mit diesen Hähnchen, Schnitzel, Dinos, Dinger da. Und am Sonntag machen wir dann Suppe. Habe ich ja eben schon gesagt, das wollen wir wieder einführen. Und dann gibt es noch Dämpkappes. Das hat sich meine Oma gewünscht. Das ist so ein Gericht mit Kartoffel, Hackfleisch und Weißkohl. Und das wird dann so eintopfmäßig gemacht. Das ist eigentlich ganz geil. Ist auch so ein Gericht von früher. So ein deftiges Gericht. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Da würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich wie immer sehr freuen. Und schreibt mir mal in die Kommentare, kennt ihr auch so alte Gerichte, sowas wie Dämpkappes oder so Möhren untereinander, saure Bohnen, so, ne, solche Sachen. Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare und dann würde ich sagen, war's das. Ich verabschiede mich und dann sehen wir uns direkt beim nächsten Mal wieder. Tschüss!